willkommen heute hier im Streichelzoo. Heute mit dem schwarzen Schaf und dem Häschen, sage ich jetzt mal. Heute machen wir ein Tabak-Review über den Mizu Zitrone. Das ist die 200 Gramm UVP, kostet 12,90 €. Ja, heute machen wir das Ganze mal wieder ein bisschen kostümiert. Karneval ist ja, und deswegen müssen wir auch mal ein bisschen im Kostüm, damit ihr auch mal Abwechslung habt. Machen wir das Ganze jetzt im Kostüm. Kommen wir direkt mal zum Geruch. Schnitzer ich euch noch vorher. Ja, der Schnitt ist eigentlich ganz gut zum Köpfe bauen. Sehr wenig Ästchen. Grob, fein geschnitten so. Nicht so durchwachsen, aber sehr gut zum Köpfe bauen. Also ich komme super klar, gerade im Batscher. Und dann kommen wir direkt erstmal zum Setup. Heute ist die Nagel im MPS. Wir rauchen hier mit einem Kaffeeaufschlauß und mit einem Nagel im Deluxe mit E-Glas-Mundstück und eben Batscha, drei Brikus. Ja, Geruch. Ja, also riechen tut das Ganze nicht nach einer richtigen Zitrone, also nicht so natürlich, sondern mehr so nach diesen mauarmen Zitrone-Cowboy-Bonbons. Sehr süß vor allen Dingen. Süß ist sehr im Vordergrund. Ja, also wirklich nach der Zitrone riecht es nicht. Es riecht eigentlich, wie gesagt, wirklich nach diesen Cowbonbons Zitrone. Ziemlich süß. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es durch, weil es Zitrone ist eigentlich sauer, nicht wirklich süß, dass es etwas säuerlich riechen würde, aber es riecht eigentlich wirklich fast nur süß. Ja, aber es riecht eigentlich sehr lecker. Auch wie ihr sehen könnt, ist auch sehr gut. War halt schon fast. 25 Minuten bis 30 Minuten, also ist gerade genau zur richtigen Zeit. Auch wirklich, ist echt gut, kann man wieder nichts sagen, ist Mizu. Sehr gut. Ja. Geschmacklich, das Ganze ist auch ganz ähnlich wie auch der Geruch. Sehr stark nach diesem mauarmen Cowboy-Bonbons Zitrone. Einfach nur süß und schmeckt echt 1:1 wie diese mauarmen Zitrone-Bonbons da. Cowboy-Bonbons. Ja. Mehr kann man dazu nicht sagen, einfach nur süß. Ganz, ganz minimal herb, so ganz, 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 ganz leicht. Aber ich glaub, eigentlich eher der Tabak. Keine Ahnung, auf jeden Fall schmeckt es hauptsächlich einfach nach diesen mauarmen Zitrone-Cowboy-Bonbons. Die hat bestimmt schon jeder von euch gegessen. Wer nicht, der fängt sich jetzt Karma, fängt sich einfach hier welche und probiert sie. Was sagst du? Ja, also ich finde, es schmeckt eigentlich ganz lecker. Ich mag ja persönlich auch gerne mauarm, von daher. Also schmeckt wirklich fast genauso, wie es riecht. Finde ich aber sehr lecker. Nur mir fehlt irgendwie durch die Zitrone eigentlich dieses säuerliche Geschmack oder das etwas Frische. Das kann man aber gut ausgleichen, wenn man ein bisschen Minze dazu packt. Ansonsten schmeckt er eigentlich ganz lecker, aber mir fehlt halt wirklich dieses säuerliche Geschmack davon. Ja, dadurch, dass es säuerlich nicht beißt, wirkt es halt auch nicht ganz so fruchtig, würde ich mal sagen. Ja. Es schmeckt zwar schon irgendwie fruchtig, aber einfach nur süß mehr so. Nicht jetzt wie Frucht selbst, sondern einfach nur süß. Ohne die ganzen Säuresachen da. Also ist jetzt nicht gut bei Erkältung, sag ich jetzt mal. Vitamin C. Ja, aber der Tabak ist eigentlich sehr lecker. Schmeckt schön nach diesen mauren Cowboy-Bonbons Zitrone. Deswegen Kaufempfehlung von mir, ja. Den Tabak kann man auch sehr gut mit Minze mischen, was ich sehr gerne persönlich mache. Ja, also Kaufempfehlung kriegt er von mir auch. Für 200 Gramm, 12,90 € ist eigentlich ein guter Preis. Kann man nichts gegen sagen. Kaufempfehlung kriegt er mir auf jeden Fall auch. Auch wenn er vielleicht ein bisschen besser schmecken könnte nach etwas säuerlichem, natürlicher. Wer es ein bisschen frischer haben will, packt sich einfach ganz bisschen Minze dabei. Dann schmeckt das Ganze schon ganz anders und wesentlich besser eigentlich. Ja, schmeckt einfach deutlich frischer dadurch, ja. Und natürlicher irgendwie auch. Ja, aber ansonsten gibt es von mir auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Was man vielleicht auch mal machen könnte, ist, was bestimmt auch sehr lecker schmeckt, wenn man dann auch Zitronenscheiben ins Wasser legt mit ein bisschen Minze, noch so zwei, drei Minzblätter und eine halbe Zitrone in Scheibchen geschnitten, würde ich jetzt mal sagen. Dann schmeckt das Ganze bestimmt nochmal deutlich fruchtiger. Das können wir auch irgendwann in Zukunft mal ausprobieren, wenn der Tabak dann noch vorhanden ist und nicht schon leer ist. Und ja, also Kaufempfehlung von uns beiden, 12,90 € für 200 Gramm Tabak, der sehr gut angefeuchtet ist und einen sehr guten und schönen Geschmack hat und sehr gut raucht. Ist meiner und auch Max Meinung nach empfehlenswert. Also könnt ihr euch gerne ans Herz legen. Einfach mal ausprobieren oder mal in der Shisha-Bar rauchen. Batscha könnt ihr auch in der Sahara-Shisha-Lounge ausprobieren. Die haben auch den Mizu-Zitrone auch dort und könnt ihr auch direkt den Tabak da durchrauchen. Die haben auch, ich glaube, fast alle Mizu-Sorten da. Ja. Es kommen demnächst auch zwei neue Mizu-Sorten. Einmal der Litchi und das andere, weiß ich nicht mehr, was es war. Aber Litchi bin ich mal gespannt drauf, wenn er rauskommt, wie der sein wird.
Deswegen würden wir sagen, wir wünschen euch schöne Karnevalstage. Nicht zu viel saufen natürlich. Es sind ja eh alle volljährig oder mindestens 16, die die Videos schauen, von daher. Ja, nicht zu viel trinken. Ja, Bier, Wein, Sekt, was gibt's noch? Ja, das war's auch schon. Und genießt die restlichen Feiertage. Ich hoffe, ihr habt auch frei bis Dienstag und könnt noch schön einen trinken. Wir trinken mal auf euch auch einfach einmal mit. Auf euch alle zusammen, nicht für jeden Einzelnen, das wäre ein bisschen viel. Aber wir wünschen euch einfach noch schöne Karnevalstage und hoffen, dass die nächsten Videos euch auch gefallen werden. Bis demnächst. Das war's. Ciao.